Ja, ich meine natürlich vorbereitet, akrobatisch. Akrobatisch vorbereitet. Ich bin auf alles akrobatisch vorbereitet. Richtig. Und das ist auch das ist auch der perfekte Kontext. Das ist unser Motto. Akrobatisch vorbereitet sein. Genau. So, oh, das ist blöd, Skyrex. Das ist blöd. Deadman, du siehst die Zeit? Jo. Ah, die hab ich gesehen. Ich hab die beiden vorhin gesehen übrigens, Skyrex. Ich meine, das sind da. Nein, nämlich zwei Pteranodons. Und frieren sich den Arsch ab. Ich habe nur einen Pteranodon gesehen auf der Eisschule. Ja, ich habe beide gesehen. Einer auf alle Fälle mit Sattel. Der eine hieß Petri. Hieß der Petri? Petri meine ich. Einer. Ich habe da nicht so drauf geachtet. Losti, bist du gleich wieder da? Ja, ich komm schon, Weil mir geht auch hier Wasser und alles aus. Bin schon so... Oh, Bronto. Steck deinen Schniesel zusammen hier. Steck deinen Schniesel zusammen? Was? Ja, der Bronto machte sich so bereit. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Sag mal, bin ich jetzt da unten? Bist woanders? Nein, ich bin da. Wie hier? Große Lichtquelle. Ja, ich bin ja schon da. Große Lichtquelle. So, und bist du? Dein Drehenbrei folgt dir im Übrigen noch? Jo, jetzt nicht mehr. Jetzt folgt er dir ja auch, was soll denn das? Ja, ich hab's nämlich gerade noch geschafft, bevor er wirklich weit weg fliegt, nochmal anzupfeifen. Schmeißt er mir die Sachen den Berg runter? Ja, runtergekullert. Ne? Ja, ich weiß so wenig. Irgendwie man merkt, er kann gut werfen auf jeden Fall. Du auch, hä? Ein gezielter Wurf und also vom Stuhl gefallen. Das war mir Pauli, wo bist du denn jetzt gerade? Wo ich gerade bin, ich war eigentlich der Meinung, ich bin hinter dir. Ich bin in der Nähe von der Base. Aber ich bin dem falschen Vieh hinterher. Ja, geil. Jetzt Akrobat 21. Jetzt willkommen bei den Akrobaten. Vielen Dank für dein Follow. Akrobat 21, 27, okay. Lusty, du brauchst mehr als eine Brille. Ich glaube, du brauchst ein Fernrohr. Nein, Akrobat bis zur Brille 27. Findest. Steht hier. Schau mal. Ja, 21. Akrobat 27. 27. Da war doch einer. Einer von 27. Akrobat 27. Ich bin doch gerade einer entgegengekommen. Wer war denn das von euch? Ich will nicht wissen. Ich gib mir doch mal die Koordinaten. Ich bin jetzt GPS. Bei unserer Base auf der Brücke. Okay, oh, dann fliege ich auch mal zur Brücke. Endgramm-Punkte. Endgramm. Ja, vom Hackfleisch. Ich hätte gerne alle N-Gramm-Punkte haben wir noch nicht, nein, in Cyrelia. Ich hätte gerade 500 N-Gramm gehacktes. N-Gramm gehacktes, sehr schön. So. Deadman, reiß dich mal bitte zusammen hier. Was ist das denn? Ja, zerreiß kann doch wohl nicht sein. Zerreiß dich mal bitte zusammen. Zerreiß dich mal auseinander. Im Cyrelia. Alle Sachen lernen können wir sowieso nicht. Dafür gibt's gar nicht genug auf diesem Server. Nein. Dafür gibt es nicht genug Punkte. Oh, kannst du ja mal zeigen, was du schon kannst, Losty. Ich kann gar nichts. Was kannst du eigentlich? Ich habe 482. Ich habe 482 Engram Points noch über. Und ich kann ein bisschen was. Aber das ist noch nicht so die Welt. Du kannst dir noch mal zeigen, was passiert, wenn du so eine Lila Suppe isst. Nee. Ja! Nein, ich möchte keine Suppe essen. Ich esse Suppe. Jeder, der für Suppe votet, bekommt 3 Plant X. Ich möchte keine Suppe. Vor allen Dingen keine Suppe, wo ich meine ganzen Engrams und meine Level nochmal wieder verteilen muss. Die möchte ich. Nein. Welches Level hast du denn eigentlich, Losty? Ich habe jetzt Level... Hast du schon 96? 90. Level 90. Und ich möchte keine Level... Nein, ich will keine Suppe essen. Ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht.
Ich Suppe, nehme diese Suppe, Suppe nicht Suppe, an. Suppe, Suppe, Suppe. Hört mal alle im Chat, los, die ist eine Suppe. So, jetzt ist Schluss hier, Freunde. Ja? Ich verabscheue mich für heute Abend. Viel Spaß Suppe noch. Die Suppe, die löffelst du noch aus heute, sehe ich schon kommen. So. Deadman, munter bleiben. Halt die Ohren steif. Ich dachte schon, Mund halten. Mund halten. Mund ja. halten. Deadman, halt mach ich Klappe. Jetzt auch. Seh zu, dass du verschwindest. Gott sei Dank, dass du weg bist. Schade, dass du weg bist. Ja. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch, Kinder. Ciao. So. Ja, Freunde, irgendwie ist heute so. So ein ganz komischer Tag. Ganz arger Tag. Wer schreit denn hier rum? Hallo? Die wollen alle, dass du eine Suppe isst. Eben. Ey, sag mal, Vince, brennt dir die Mütze oder was? Meinst du, dass hier ein Krieg ausbricht oder wie? Vielleicht, keine Ahnung. Der läuft hier mit einem Raketenwerfer durch die Gegend. Hallo? Hi. Ich glaube, du hast ein leichtes Problem irgendwo. Ach, stark. Kommst du irgendwie nicht ganz mit deiner Umwelt klar im Moment? Doch, schon, aber... Alter Schwede, ey. Was, die? Guck mal. Ich glaube, für dich wäre der PvP-Server das Bessere. Nee. Alter so viele Leute. Schwede. Gott. Nee, bla, ich esse keine Suppe. Ich esse keine Suppe. Nein, ich mag keine Suppe. Ey. So. Also der Ketzel ist am Tamen. Das macht Komo gerade. Ich fliege da mal weiter und versuche dann irgendwie das nächste Beste wieder zu paletten. Okay, die Siedler haben wir jetzt schon. Rainbows in the Dark haben wir jetzt schon. Dann haben wir die Fantastischen Vier hier schon. Alte Schwede. Schwalter Ede. Ah, Creeper Time. Jetzt hast du extra einen Akrobat 27 Account gemacht, okay? dann ist das nicht mehr so Minecraft-mäßig, meinst du? Dann bist du jetzt so als Akrobat. Ja, ist doch cool. Ist doch in Ordnung. Sehr gut. Ich muss meine Suppe essen, dann gibt's schönes Wetter, bla. Ja. Schon klar. Doch, so. Die ist deine Suppe, oder? Ich komme mit dem Raketenwerfer. Ja, du weißt ja gar nicht mehr, wo ich bin. Ist mir egal, ich finde sie. Dann versuch das mal, Valhalla. Ey, ist ja genial. Habt ihr das schon gesehen, dass hier am... Wo die Brücke rüber geht von den Ruinen, ne? Ist an der linken Seite noch eine komplettes Gebäude dranhängt irgendwie? Ja. Das ist die Insel. Hab ich letztens gesehen. Wir gehen mal hier auf die 3. Anlegen und einen Arsch kriegen. Und da noch eine und da noch eine. So, und jetzt? Was ist denn nun los, hä? Ihr ollen Ameisen. Ja, voll auf die Nüsse gekriegt, ne? Dodgeball. Losty, wolltest du nicht deinen Ketzer tamen? Du bist schon wieder unterwegs? Ja, ich bin gerade wieder unterwegs, weil das ist einfach, langweilig, Ketzer zu tamen. Du machst das gerade so. Ich merk das schon. Du machst das gerade so. Ich leg jetzt einen Ketzer, den ja, will ich haben. Ich sag, den mal, Komo. Ja, jetzt ist er aber uninteressant geworden. Du hast dafür gesorgt, dass er nicht mehr so viel Level kriegt. Jetzt kannst du den auch haben. Genau! Nee, Vince, ich hab das schon richtig da im Chat geschrieben. Nee. So wie ich das haben will.
Ich würde es jetzt echt mal interessieren, wie viele Leute überhaupt hier auf dem Server gerade sind. Ich glaube, es sind ein paar mehr. Ja, dann bringt das doch mal bitte in Erfahrung. Was war das denn jetzt gerade hier? Ach, das war Vince hier, oder? Was denn? Ich bin nicht Vince. Achso, das warst du jetzt hier mit dem Terranodon, ja? Jetzt habe ich dich schon wieder verloren. Ja, ich bin hier bei den Umdrehen. Einfach umdrehen. Ich bin hier bei den Kristallen. Ich will gerade die Kristalle mal eben abfarmen. Hier. Weil Kristalle brauchen wir eigentlich immer, oder? Ja. Oh, was? Wie viele Leute sind denn da? Es sind ein paar drauf, ja. Okay, deswegen hast du das gemacht, weil wir gesagt haben, dass du dann viel Minecraft spielst. Nein, das war aber jetzt nicht negativ gemeint. Ich finde Minecraft cool. Ich finde Minecraft sogar richtig cool. Ich finde das so cool, dass wir es demnächst wieder streamen. Ab Mittwoch wahrscheinlich schon. Apropos, vorhin kam noch die Frage, habe ich komplett überlesen vorhin, irgendwie fällt es mir gerade wieder ein, ob wir noch was anderes außer Minecraft und Ark zocken. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Wir werden demnächst noch Rust spielen. Wir werden demnächst noch Subnautica spielen. Werden wir das? Ja. Gut zu wissen. Werden wir. Da hast du dir doch jetzt wohl endlich schon geholt, oder? Noch nicht. Ja, das ist aber sehr schlecht. Hast du schon Factorio? Factorio werde ich mir besorgen. Das werde ich. Espiner, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Hab viel Spaß im Stream. Moin. So, nein, also wie gesagt, Factorio, Stardew Valley werden wir auch nochmal kurz anzocken. Dann, ich glaube, das wird Fauli wahrscheinlich auch demnächst nochmal machen. Das Was? Wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Star Wars Battlefront, ne, wolltest du glaube ich auch mal kurz anzocken. Fauli weiß gerade gar nicht, um was es geht. Eventuell. Einfach doch, mal. Doch. Eventuell. Ich weiß wo dann, worum es geht. Natürlich, aber da muss man mal gucken. Also Müssen wir mal schauen. Momentan also ist so die Lust auf Battlefront extrem im Keller. Gut, aber wir schauen mal. Ja, also da, wo unser Niveau ist. Da, wo genau. Unser Niveau können sich Battlefront und das Niveau mal zusammenschließen? Ja, das würde genau. Sogar passen. Also wir werden definitiv wird demnächst Abwechslung reinkommen. Ab Mittwoch, wie gesagt. Mittwoch wird es kein Arc geben. Mittwoch werden wir ein bisschen was anderes zocken. Oder vielleicht eine Runde Otherworld dabei, nachdem wir was anderes genau, gezockt haben. Genau, vielleicht dann mal. Anschließend eine Runde Otherworld, ja. Wir schauen. Auf jeden Fall wird es abwechslungsreicher. Wir haben jetzt 6 Wochen lang nur Ark gespielt. Mit euch. Okay, wir spielen schon ein bisschen länger Ark. Nur Ark. Aber, wir streamen seit, ich glaube, 7 Wochen jetzt. Jetzt ist in die 7. Woche gegangen, ne? Ich meine, wir hätten sogar schon 7, aber auf die Woche kommt es ja auch nicht an. Eben. Also wir sind auf jeden Fall froh mit dem, was hier jetzt passiert ist bislang. Wir sind froh, dass wir so viel Zuspruch gefunden haben. Wir haben eine richtig geile Community bislang zusammengekriegt und es macht wirklich Spaß mit euch. Und es macht richtig Spaß für euch zu streamen. Und dementsprechend hoffen wir, dass die Community riesig wird, dass die richtig groß wird, dass die wächst. Dass wir alle zusammen sehr, sehr viel Spaß haben können. Und dementsprechend werden wir auch Abwechslung in diesen Channel reinbringen. Hauptbestandteil wird natürlich... Ich werde sterben. Hauptbestandteil wird Survival bleiben. Pauli! Und demnach natürlich auch Ark. Losti, bist du zufällig in der Gegend? Wo bist du denn jetzt gewesen? Kristalle. Da, wo wir die Kristalle gefarmt haben. Wo ich gerade Kristalle gefarmt habe. Ja, da bin ich dann auch leider verendet. Da sind 3 Wölfe angekommen. Da bin ich verendet, sagt er. Ja. So. Wir schauen mal. Ist doch da, wo die Bäume weg sind, ne? Genau, da war das. Hast du nicht einen Stein zufällig dabei? Ja, aber zufälligerweise habe ich einen dabei. Das ist doch wohl der Hammer, oder? Tja, krass. Als wenn ich keinen Stein mit hätte. So. Danke für die Antwort, bla. Creeper Time? Nein, Facecam machen wir nicht. Nein, Facecam wird's nicht. Das, zumindest nicht allzu bald. Hallo?
Wie zeigt der mir denn jetzt so ganz komisch die? Also das war da, wo die, wo der Wald abgeholzt war, wo die Blätter weg waren, der ganze. Ja, genau da, wo ich dich so gefunden hast. Okay. Erstmal wollen wir uns darum kümmern, dass die allgemeine Qualität unseres Streams besser wird. Genau. Grafik, alles zum Beispiel, dass bessere Grafikkarten und alles bekommen und sowas in der Richtung, andere Spiele dazu. Das hat für uns erstmal Vorrang. Vor Facecam. Genau. Da muss auch irgendwo der Vogel von mir rumfliegen. Okay, ich sehe dich. Ich sehe dich. Was habe ich denn hier alles dabei? Hi, Maxoman. Maxoman, moin moin. Ein Bett hast du nicht zufällig auf deinem. Hallo, was willst du denn hier, Wölfe? Ich mach gleich mal ein Bett. Pass mal auf. Ich muss aber erstmal. Adrian. Wölfe. Hey, Adrian. Adrian, moin moin. Hier. Da habe ich jetzt alle erwischt hier, oder wie? Also das ist hier ein ziemlich heftiges Pflaster, ne? Oh, das habe ich gemerkt. Da waren Modulzellen B. Das waren ja nur ein paar kleine Würfel. Ja, hier sind aber auch Sabertooths und ein Sabbelzahn hier. So, jetzt versuchen wir mal hier eine Foundation muss ich zuerst setzen, weil ohne Foundation kann ich kein Bett setzen. Rick-Tick? Das weiß ich nicht, du hast doch eine Plattform. Wollen wir die nicht direkt auf die Plattform setzen? Ja, natürlich, hätte ich auch machen können. Ja. Tja. Sorry. Ja, ja, da konnte ich nicht mehr vormuten. Da konnte ich nicht mehr muten, tut mir leid. Ja, tut mir echt leid. Ich glaube, wir werden den Zuschauer nicht verübeln. Das hoffe ich doch mal nicht. Uiuiui. So, ein Bad. So, craften. Ah, danke, Bla. Vielen Dank. Nö, ich will nicht, dass ein Skorpion hier in der Nähe ist. Ich komm, ich sterbe für dich. So, kannst spawnen. In das Badge. Da. Du musst aber nochmal eben. Ich werde hier gerade schon sofort wieder attackiert. Die Wölfe, das sind so penetrante Dinger, ey. Und jetzt geht's in die ewigen Jagdgründe, mein Freund. Du kannst ja gleich in Valhalla bleiben. Also wenn du weitermachst, dann wird mir hinten schlecht drauf. So, der Wolf ist hinüber. So. So. Da ist dein Pteranodon. Zwischen den Steinen liegst du. Nein. Okay, Max, was heißt denn, danke für den die Info. Steinen. Lutz mich mal bitte. Okay, cool. Creeper-Time. Das wussten wir noch nicht. Dass unsere Streams auch in Luxemburg geschaut werden. Okay, sehr schön. Das ist cool. Das hört man gerne. Das hört man gerne. Vielen Dank, Losty. Was ist denn? Alban, nein, der Kent ist jetzt zur Hälfte fertig. Gut, dann lass uns mal zur neuen Base fliegen oder so, ja? Kommt nach Akta. Guten Abend, Gengli. Aktex. Guten Abend. Vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Habt viel Spaß im Stream. Fliegst du mit mal zur neuen Base? Ich bin direkt hinter dir. Das war doch hier, oder? In die Ecke? Ja. Das war doch hier. Ich enthalte mich. Doch, das müsste es gewesen sein. Nein, wir müssen nach links. Oh. Müssen wir, glaube ich, nicht. Ich meine, dass das hier hinter. Nein, das ist nicht. Wir waren weit aus. Stimmt, weit dann müssen wir weiter nach. Gegen eine Insel. Dann müssen wir weiter nach links. Genau, da auf der Schneebiom. Hi, Espiner. Espiner, moin moin. Moin moin. Tachchen. Gengli, the Beast, moin moin. Du kommst aus Luxemburg. Hey, okay.
Das ist schön. Das ist sehr schön. Kann ich eigentlich bei dir auf der Plattform landen? Ja, kannst du. Halt mal kurz an. Ich halte mal an. So, halte ein, Lost. Halte ein, halte ein. Ritter der Tafelrunde. Ja, ich bin drauf. Also, bist du gelandet? Ja, kannst weitermachen. Ja, geht das jetzt, oder? Okay, und wenn, ich habe Stamina, also ist alles gut. Und wenn, du hast Stamina, okay. In Cirelia, das mit uns sprechen, mit uns im TS sein, das geht während unserer Public Streams. Da machen wir in der Regel einen die Woche. Ich kann nicht mehr fliegen. Ich komme hier schon voran. Dass wir hier auf dem Public Server sind und wir Public Streamen. Jetzt kann ich wieder fliegen. Das ist ja krank. Was war das denn jetzt? Ich bin abgehoben. Im Public Stream meine ich, dass wir mit der Community zusammen streamen. Zum Beispiel mit der Community zusammen Otherworld spielen oder sowas. Oder auf dem PvP-Server. Oder uns daran richten, was die Community gerne möchte, dass wir machen. Das machen wir ungefähr einmal die Woche. Richtig. Und da sind wir auch im anderen Teamspeak bei euch und sprechen dann mit euch auch im Channel. Aber Komo, jetzt nochmal ganz ehrlich, was hältst du davon, wenn wir jetzt einen raushauen? Der kündigt jetzt im Chat an. Na, ich flieg gerade. Kannst du ankündigen? Ja, nee, kann ich nicht. Ich muss gerade was essen. Also, aufgepasst. Wie lange spielen wir schon Ark, wenn wir gerade gefragt? Wie lange? Sag mal deine Spielstunden. Wie lange spielen wir schon Ark? Also, jetzt mal gar nicht auf den Vince hören. Das ist jetzt. Ne, willkommen zurück, Kadehade. Also, es ist so. Woran habe ich das Ding gekauft? Komo, wie lange spielst du schon Ark? Irgendwo kommt man doch gucken, weil man bei das Steam gekauft hat. Bei Steam kannst du gucken, ob nicht gekauft, sondern wie viel Spielzeit du hast. Kannst du bei Steam sehen. Ja, wie viel Spielzeit? Das ist, ich habe 384 Stunden. So, wie viel hast du denn, Pauli? Warte mal. Geh doch mal glatt gucken. Ich habe Spielzeit 378 Stunden. Wie viel hast du denn, Vince? Ja, ich schätze mal so um 340, 350 ungefähr. Gut, also so viele Stunden haben sie alle. Das ist doch schon mal klasse. Ja, und Losty? Losty? Ja, Trommelwirbel kommt. Also, bitte. Ich lege ungefähr bei 1250 Stunden. Ach ja, der Losty. Ich bin ein alter Hase, was Ark angeht. Ein alter Hase? Wie funktioniert das denn nochmal? Und wie geht das? Wie war denn das? Ja, guck mal, jetzt werde ich. Wo geht's hier eigentlich lang? Jetzt werde ich ausgelacht. Alban lacht jetzt so nach dem Motto: Das kann doch wohl nicht sein, ey. Was? Vince, was machst du denn? Hast du das gemacht? Hast dich mit deinem Raketenwerfer selbst getroffen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ich habe ganz normal geschossen. Nein. Ich glaube das nicht. Er macht Schussversuche und rattert sich selbst weg. Das ist schon klar. Ich habe nach unten auf den Rex geschossen. Du solltest aufhören mit diesem Spielzeug. Der Raketenwerfer ist nicht gut. Alban hat 416, okay. Oh, was greift... Will uns jetzt angreifen? Bist du noch hinter mir, Fauli? Ja, ich muss mal kurz Stamina aufladen. Ja, wir sind aber auch gleich da. Die Base ist gleich in Sicht, die neue Base. Unsere zweite, unsere Second Base. Die wir vor ein paar Tagen angefangen haben. Da können wir jetzt eigentlich mal ein bisschen... Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich meine, ich habe ganz mal geschossen. Ich habe nicht irgendwie an den Boden geschossen oder ähnliches. Durch die Ameise hat der Ketzer jetzt nochmal 3 Level verloren. Wäre... Okay, ich wollte gerade sagen, wo ist denn unsere Base? Aber hier ist sie. So, ja, jetzt ja, hast du mal eine Frage, Losty. Eine Frage. Wollt einen raushauen? Genau, so. Für diejenigen, die jetzt mal aufgepasst haben. Wer die Frage zuerst richtig in den Chat schreibt, bekommt einen Random Keysty. Steam, ein random Steam Key. Ein random Key Steam. Key Steam, Meet Sneaky, Pibi Sneep. Okay,
Jetzt kommt die Frage. Auf welcher Karte spielen wir? Jetzt Frage. Spannung steigt. Maximan, Valhalla. Richtig. Sehr schön. Congratulations. Komo wird dich gleich anschreiben und das mit dem Key mit dir klären. Komo, dann kannst du uns anschließend ja auch mal wieder erzählen, was er genommen hat, ja? Ja. Das sind wir immer so gespannt. So, ich würde sagen, wir basteln hier ein wenig weiter, oder? Olli? Ich möchte nicht sterben. Fauli, das ist, ah ja, stimmt, das ist die Ecke. Wie oft war's? 13 Mal, glaube ich. 13 Mal, letzten Stream. Fauli ist 13 Mal gestorben. Ja, im letzten Stream. Da hat Fauli es geschafft, 13 Mal hier zu verrecken. Respekt. Richtig elendig. Nee, habe ich das geschafft. Ganz einfach. Mein Charakter war auf Baumodus geskillt. Auf Baumodus geskillt? Ich war überhaupt nicht stark. Ich war nur am Bauen. Wie skillt man denn einen Charakter auf Baumodus? Entschuldigung. Ja, indem du hauptsächlich nur auf Gewicht skillst. Ein bisschen auf Laufen. Und das war's eigentlich. Und somit, wenn irgendwie was passiert. Naja. Passiert's halt, ne? Ja, das ist aber richtig nach hinten losgegangen bei dir, ne? Ja. Was brauchen wir denn jetzt hier überhaupt? Also wir brauchen irgendwas. Wir brauchen ein wenig Metall. Wir brauchen Kristall brauchen wir auch. Die Grundmaterialien. Kristalle. Ja, ich hab ein bisschen. Ich pack das erstmal in die Base. Genau, kannst du in den weißen Tisch erstmal reinpacken? Wo ist die Base? Wo ist die Base? Ach, hab sie gefunden. Ich wette mit euch, dass jetzt meine Rüstung komplett im Arsch ist. Die ist in der Panzerfaust. Ja, die ist wahrscheinlich in meinem Inventar, aber kaputt, dank der Panzerfaust. Ja, selber schuld. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist das Ding deaktiviert und das tötet sich selbst, wenn man schießt, keine Ahnung. Das ist das, wenn man sich, immer so großes Gerät machen muss und hier halt eben. Messer, Gabel, Raketenwerfer, Licht sind für kleine Winzis nichts. Genau. Das sollte man machen. So, meine Leiche ist auf jeden Fall weggeflogen, dank dem Raketen. Ah, hier unten liegt. Deine Leiche ist weggeflogen. Okay. Ja. Ja, stimmt, aber Fauli hat es ja auch geschafft. Ein Helium. So. Was war das? Ein Helium? Was hattest du nochmal gemacht? Ein Helium? Irgendwie so ein Raptor war es nicht. Ein Helium, die Metrodon, ne? Ja, doch, kann sein, ja. Helium, die Metrodon war das, glaube ich. Das Vieh hat dann nämlich abgehoben. So, jetzt weiß bauen nur, wir nur, dass das Ding mich kurz vorher gefressen hat. Schmitty? Wow, meine Rüstung ist nicht kaputt. Krass. Nebla Losti ist eine Suppe. Nee, ich esse gerade keine Suppe. Ich habe gerade keinen Hunger auf eine Suppe. Weil die Suppe sorgt dafür, dass ich. Nein. Ende, Schluss hier, Leute. Irgendwann müssen wir es den Leuten mal zeigen. Ja, das machen wir, wenn du streamst. Muss ich ja schon wieder alles neu spielen. Das machst du doch so oder so jeden Stream. Stimmt auch wieder. Stimmt, ich krieg das dann wohl immer hin. So, da haben wir doch schon ein bisschen Zeugs hier eingesammelt. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo konnten wir nochmal den Mega Fabricator. Ja, Gengli, wir haben Mods. Genau, Alban postet sie gerade nochmal rein. Ich finde das richtig cool, ne? Jetzt hat's mit dem Ding jetzt auch geklappt. Wie die Jungs das hier machen, da wird gefragt und dann ist die Community schon so bereit und haut da dann gleich Links dazu und oder beziehungsweise erklären dann gleich hier so und so funktioniert. Finde ich total geil. Eine echt coole Community. Beantworten wir mal so rum. Creeper Time. Wir streamen so eigentlich oder so allgemein bis 24 Uhr.
Ach ja, den muss ich ja hier im Smiddle machen, so war das ja. Oh ey. Structures Crafting, oder was? Da brauchen wir. Ach, Öl muss ich auch haben. Zementipaste. Wie groß sind die Mods zusammen? Oh, die sind ein bisschen größer. Vor allen Dingen Valhalla ist ziemlich groß. Valhalla hat, glaube ich, über 2 Gigabyte. Ja, Valhalla ist ziemlich und groß. Und die anderen, das geht eigentlich. Sebi. Also ich muss mal eine Musik anmachen. Was sind das für rosane Darts? Die rosanen Darts sind Narcotic Darts. Die sind aus unserer eigenen Mod, der Acrobat Mega Mod. Die sind für ein spezielles Mega Sniper, mit dem man ja etwas schneller betäuben kann. Was haben wir denn? So. So. Was müssen wir denn noch da in den Smiddy rein haben? Da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen rein. Auf jeden Fall. Ciao, Creeper Time. Ciao, ciao. Setch und Co. mitgebracht. Patty, follow you. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Hab viel Spaß im Stream. So. Setch, Fiber, Holz, Steine, Metall. Was du brauchst, hab ich mit. Außer Öl. Aber ich hab hier. Können wir hier tauchen irgendwo? Keine Ahnung. Ich muss mal schauen. Meine Tauchausrüstung hab ich dabei. Ja, hier vorne wäre es möglich. Hier. Kommen wir hier durch? Hm? Ja. Aber hier sind auch die Piranhas drin, ne? Mal gucken. Ja, was zum Verteidigen. Aber ich sehe keine. Ich habe gestern schon einige hier weggeknattert. Also von daher gesehen, ist das wahrscheinlich nicht mehr so extrem. Nein, wie wieder spawnen? Hier ist nicht mal ein Fisch. Ich hätte im Moment auch nichts dagegen. Die Piranhas können auch ruhig raus. Okay. Da kommt irgendwas. Piranha, jawoll. Ist denn platt? Ja, also Betten stehen hier schon 2, ne? Also du kannst hier jederzeit wieder spawnen. Danke, dass du mich dran erinnerst. Welches Level habt ihr? Ich bin jetzt Level 90. Ich bin auch Level 90, aber kurz, naja. Kurz vor 91. So, Structures Crafting. So, was fehlt uns denn jetzt noch? Spark Powder und Öl. Dann werde ich jetzt nochmal eben hier einen Mörser aufbauen. Genau, da brauche ich noch ein bisschen Hide. Und dann bauen wir nochmal gleich 2-3 Stück von. Ne? So, kann ich denn Table bauen? Crafting Table, nein. Ich will den normalen Tisch bauen. Den normalen Tisch. Von der Chair muss ich dann zuerst lernen. Und wo haben wir denn den normalen Tisch? Die Table. Wooden Table. So. Wooden Table. Hi, Sneeboon. Wood und Metall. Sneeboon, moin, moin. Hallo, Sneeboon. Wood moin. Und Metall. Wood und Metall brauchen wir. So, also, Maximin will sich die Spiele bis morgen nochmal anschauen. Okay. Und sich dann entscheiden. Sneeboon, uns geht's gut, denke ich mal. Ja, vielen, vielen Dank für die Nachfrage. Und auf die Frage gerade nochmal, Gengli, ich bin Level 86. Und ich bin Level 78. Ein bisschen hinterher. Hattest du auf Imcirelias Frage schon geantwortet, Losti? Imcirelia, wie heißt die Waffe, die so schnell Betäubungsmittel? Das ist die aus der Akrobaten-Mod. Und zwar ist das die Fabricated Mega-Sniper. Narcotic Darts. So, da könnt ihr dann ordentlich Narcotic Darts reinpacken. Hier die pinken. Telekom Darts. Und dann könnt ihr da 8 Schuss in Folge rausknattern. Was durchaus sehr viel Effizienz bietet.
Haben wir jetzt gerade ein Lag oder? Nein. Ja, also ich habe gerade hier auch ein Lag. Okay, ja, oh. Deswegen hat sich jetzt weiter. Ja, deswegen hat sich hier der Tisch gerade. Wir hatten, um das mal zu erklären mit den Darts, wir hatten uns mal eine Mod, weil uns fehlt irgendwie nach dem Longneck zum Betäuben, fehlt uns im Spiel noch so die nächste Stufe. So ein richtig schönes Betäubungsgewehr. Genau. Und wir hatten uns dann eine Mod runtergeladen, aber die war wirklich einfach overpowered. Extrem overpowered. Das war ein Trike Level 50, ein Schuss und dann hat das gelegen und das war einfach lächerlich. Da braucht man ja im Grunde gar nichts. Da geht dann der Spielspaß flöten. Mit 30, 40 Schuss hatten wir den Giga liegen. Das waren nicht mal 30, 40 Schuss. Das waren keine 30, 40. Nee, insgesamt. Oder waren, ja gut, lass es 40 gewesen sein, insgesamt. Zu dritt. Ja, genau. Ich hab, glaube ich, 15 rausgehauen. Nein, Sebi, wir haben die ganz dicken nicht. Aber das ist uns zu einfach. Ja, also wir machen das schon so, dass wir auch ein bisschen Spaß am Spiel haben. Aber die Standardeinstellungen, die kompletten Standardeinstellungen vom Spiel, die sind unserer Meinung nach viel zu niedrig. Weil es kann nicht sein, dass man für eine Wood Foundation 80 Holz braucht. Und man schlägt auf einen Baum und bekommt zwei daraus. Drei. Wenn man einen guten Baum hat, vielleicht mal vier. Ja, da hat man einen kompletten Wald abgerodet und hat dann ein, zwei, drei, vier, fünf Foundation stehen. Das war's. Ja. Und das ist unseres Erachtens wirklich zu wenig. Und deswegen gibt's ja natürlich auch die Möglichkeit, dass man es halt eben etwas erhöhen kann. Weil ich finde das schon cool, wie das die Entwickler gemacht haben. Dass die dem User die Möglichkeit geben, so einzustellen, wie er am liebsten Ark spielen möchte. Und ich denke mal, wir haben da so einen guten Zwischenweg gefunden, wie das Ganze so auch hinhauen kann. Ja, das denke ich auch. Sneebun, was machen wir heute? Ja, Verschiedenes. Ich bin gerade dabei, einen Quetzal zu tamen. Und wir arbeiten hier gerade an unserer zweiten Base weiter. Wir haben hier eine zweite Base gebaut, die ein wenig weiter von unserer Inselbase weg ist, die ihr ja mittlerweile alle kennt. Und Fauli ist gerade dabei, mir ein bisschen Öl zu besorgen, dass ich den Fabricator bauen kann. Lustig. Lustig. Echt. Lustig. Und wir schauen mal, was dann so noch passiert. Also wir hoffen mal, dass wir noch ein bisschen Action und Spaß haben werden. Wir spielen einfach Ark. Das ist das, was wir jetzt heute noch erledigen werden. So. Demnächst, ab Mittwoch, kommen neue Spiele dazu. Das heißt, ab Mittwoch werden wir in unserem Channel auch Minecraft bringen. Wir werden in unserem Channel demnächst Subnautica bringen. Wir werden Rust bringen. Wir werden Factorio heißt das, ne? Genau. Factorio bringen. Wir werden Stardew Valley bringen. Wir werden einige Spiele noch vorstellen. Okay, ciao, Maximan. Und tschüss, Maximan. Ich bin auch mal weg. Maximan, bis dann. Ciao, ciao. Ja, Vince. Jo, ciao, Vince. Jo, ciao, Vince. Jo. Ciao. So. Das ganze Zeug packen wir mal wieder hier rein. Und ja, ich bin am Überlegen, ob ich jetzt schon anfange. Um was geht es in Rust, ist die Frage von Alban. Rust. Rust ist auch ein Survival-Game. Rust ist auch, wie gesagt, ein Survival-Game und da steht, Kalif, vielen, vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei den Akrobaten, hab viel Spaß im Stream. So, bei Rust geht es in erster Linie darum, auch zu überleben. Du hast keine Dinos, die dich angreifen. Du hast halt eben gegnerische Teams auch, die dich angreifen können, was aber nicht unbedingt passieren muss. Du kannst verschiedene Spielmodis dir aussuchen, wie du halt eben spielen möchtest. Und wie gesagt, so genau habe ich es mir noch nicht angeschaut. Ich habe, glaube ich, mal eine halbe Stunde drauf geguckt. Länger noch nicht. Und wie gesagt, es ist absolut klasse, dass wir uns das dann auch im Stream mal anschauen und ein bisschen unvoreingenommen sind. So, dass wir da einfach mal so drauf schauen. Ich weiß bloß, dass es ein Survival-Game ist, dass es sehr beliebt ist. Und ich habe selber gespielt und fand es halt eben auch vom Handling her schon ganz gut. Aber ich habe es noch nicht lange gespielt. Ja, Gengli.
Perfekt. Ja, super. Up to date. So verpasst du jetzt definitiv nichts mehr. Bla, wenn ich richtig informiert bin, ist der Entwickler von Minecraft Markus Persson und der ist Schwede und nicht Deutscher. Genau. Markus Persson ist Schwede. Wie heißt er noch in Minecraft? Notch. Notch heißt Notch, er. Genau. Notch, genau. Davon mal abgesehen, also ihr seht schon, dass das Minecraft-mäßig sind wir auch ganz gut ausgestattet, weil wir haben es auch schon oft und lange gespielt. So ein paar Stündchen. Ein paar Stündchen haben wir schon. Ich glaub, mit unseren Arc-Stündchen kommen wir noch nicht an unsere Minecraft-Stündchen ran. Nein, definitiv nicht. Ich glaube, die dürfen wir eigentlich uns gar nicht vor Augen halten. Nee. Das dürfen wir. Das ist richtig, in Cirelia. Notch hat das Ganze verkauft an Mojang. Aber entwickelt hat er das Spiel. Ja, und ich weiß nicht, das wird zwar nicht mehr supported von Mojang. Genau, Mojang ist mittlerweile, glaube ich, auch verkauft an Microsoft. Yep. So, also das ganze Ding gehört jetzt Bill Gates und Co. Ja, kein Plan. Moin Moin. Ich traue mich hier nicht ins Wasser, hier sind lauter Megalodons. Dann bleib lieber draußen. Und lauter Itchies. Achso, im Moment ist der aktuelle Entwickler vielleicht ein Deutscher. Ja, ich habe mal gehört, dass da irgendwie was in der Community gelaufen ist. Da hast du recht. Weil der Notch, der entwickelt ja nicht mehr. Der hat das ganze Ding ja abgegeben. Und Notch hatte ja die Firma Mojang gegründet. Die Firma Mojang gehört ja Notch. Und das ist halt eben verkauft worden an Microsoft. Und seitdem wird es, glaube ich, von einer Community, oder ist es von einer Community übernommen worden, die Spygate-Server immer hergestellt oder beziehungsweise abgedatet haben. Der gute Mann, der dort halt eben federführend war, ist jetzt, glaube ich, in die Weiterentwicklung von Minecraft reingegangen. Und das ist ein Deutscher, da hast du recht. Kein Plan. Auf jeden Fall. Da hat er recht. Ja, habe ich auch gelesen. So, ich gehe jetzt mal hier schauen, was hier draußen los ist. Hast du jetzt schon Öl gefunden? Nee, ne? Nein, ich versuche gerade in den Hai zu locken. Viel Erfolg, Gengli. Und gute Nacht. Gengli, bis dann. Ciao, ciao und viel Erfolg bei den Prüfungen. Komm gut ins Bett, schlaf dich aus. Okay, ausschleifen wird er wahrscheinlich dann nicht sein, wenn er morgen Prüfung hat. Sebi, also wir haben den TS, das erfindest du die Zugangsdaten über Ausrufezeichen TS. Das ist unser Public TS, auf dem wir auch einmal die Woche sind. So ungefähr. Und ja, dann hast du auch die Chance mal mit uns zu quatschen. Was braucht eigentlich so ein Frosch zu fressen? Ob wir vorhaben, vor den Wasserfällen bei uns gegenüber was zu bauen oder ob wir es so lassen wollen. Die Wasserfälle gegenüber von uns. Ich weiß nicht, welche er meint. Wasserfälle haben wir. Ach so, hier, wo wir jetzt die zweite Base. Nee, da kann ruhig gebaut werden. Kein Problem. Also wir wollen da nicht bauen, zu genau. Deutsch. Also ich hab hier jetzt gerade mal einen Frosch gelegt, ey. Du bist mir einer. Jupp. Ich weiß. Frosch. Ein Frosch. Ich hab hier einen Frosch gelegt. Frosch. Primeat braucht der Frosch. Ja, am besten wäre Primeat. Das stimmt, aber ich hab Primeat. Dann komm her zu mir, ich hab hier Primeat. Bist du bei der Base, oder wie? Pulmonoscorpius. Ich bin am Meer. Noch besser. Aber dann... Hau ich hier was um und dann kriegst du Primeat. Wo bist du denn am Meer? Ich kann dir mal die Position geben. Ach so, nee, dann komm mal. Flieg doch mal schnell zurück und hol Skorpion-Kibbel. Ja, ich glaube, so wertvoll ist der Frosch dann nicht hier. Also wir nicht? Nein. So groß ist der auch gar nicht gewesen. Unterwasser. Niveau. Unterwasser wollen wir eigentlich schon nochmal gehen diese Woche auch. Ist bloß ein 28. War zumindest, glaube ich, angedacht, dass wir, oder, Losti? Ja, das war angedacht, dass diese Woche nochmal unter Wasser. Vielleicht ein Plesio oder sogar einen Moser.